ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein Uni-Video für euch. Das heißt, ich erzähle euch heute 10 Dinge, die man unbedingt über das Studieren oder über die Uni an sich wissen sollte, bevor man mit dem Studieren beginnt. Da ich eine Geisteswissenschaft studiere, kann ich natürlich nicht für alle Studienfächer sprechen. Das heißt, wenn ihr irgendwas studiert, wo es komplett anders ist als das, was ich jetzt hier erwähne, dann schreibt mir das am besten mal in die Kommentare, dass die anderen davon profitieren können. Und dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Nur weil du was studierst, in dem du vielleicht in der Schule gut warst oder was dir einfach liegt, heißt das nicht, dass du automatisch gute Noten hast. Im Studium ist es einfach viel stressiger als in der Schule. Du musst mehr lernen, du hast kompliziertere Klausuren, es ist viel mehr gebündelt und nicht aufs ganze Jahr verteilt. Es ist einfach anders als in der Schule und das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. In ganz vielen Studienfächern ist es so, dass ihr euch den Stundenplan selbst zusammenstellen könnt. Das ist auf der einen Seite natürlich total cool, weil ihr die Zeiten wählen könnt, die euch am besten passen und die Themen nehmen könnt, die euch am meisten interessieren. Das ist aber auf der anderen Seite auch sehr schlecht, denn oft tendiert man dazu, die Seminare einfach nach den Zeiten zu wählen und nicht nach der Thematik. Ihr braucht euch gar keine Sorgen machen, denn im Studium lernt ihr automatisch ganz viele neue Leute kennen. Es gibt solche Sachen wie die erste Woche, dann gibt es Einführungsveranstaltungen und alles Mögliche. Und auch in den Seminaren und in den Vorlesungen lernt man automatisch neue Leute kennen und da braucht ihr euch wirklich keine Sorgen zu machen, glaubt mir. Hinzu kommt aber, dass die Leute, mit denen du dann am Ende aber endest, in Anführungszeichen, also mit denen du einfach am besten befreundet bist, die lernst du ganz oft gar nicht am Anfang des Studiums kennen, sondern manchmal sogar erst im zweiten oder dritten Semester. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Leute erst am Ende vom ersten Semester kennengelernt und davor war ich mit ganz anderen Leuten zusammen und ja, dann hat sich das einfach weiterentwickelt und jetzt habe ich die coolsten Freunde der Uni. Auch wenn du in der Schule ein Einzelkämpfer warst und für dich alleine gelernt hast, solltest du das im Studium vielleicht ablegen. Denn in den seltensten Fällen schafft man es alleine im Studium. Man braucht einfach Freunde, man muss sich gegenseitig helfen, man lernt zusammen, was viel, viel mehr bringt, als alleine zu lernen. Und deshalb sollte man sich unbedingt dazu überwinden, mal die Leute auch anzusprechen und zu fragen, hey, hast du Lust, mal am Wochenende ein bisschen zu lernen, mal die Sachen zu wiederholen? Denn das ist wirklich total wichtig im Studium. Es wird Seminare geben, in denen es zum Beispiel Anwesenheitspflicht gibt. Das gibt es ganz, ganz oft. Aber es gibt auch zum Beispiel Vorlesungen, in denen das nicht nachgeprüft wird. Und da kann ich euch versprechen, werdet ihr zu einem Punkt kommen, an dem ihr sagt, okay, ganz ehrlich, nee, heute habe ich die Vorlesung um 8 Uhr morgens, da schlafe ich länger. Und ich rate euch, geht trotzdem hin. Zwingt euch dazu. Manchmal könnt ihr euch vielleicht auch mit euren Freunden abwechseln. Der eine schreibt mit, der andere schläft aus und dann nächste Woche andersrum. Ich will euch hierzu nichts anstiften, aber ist nur ein kleiner Tipp. Aber dennoch sind es einfach Vorlesungen, über die ihr wahrscheinlich eine Klausur schreiben werdet und deswegen solltet ihr vielleicht hingehen. Nur weil du Semesterferien hast, heißt das nicht, dass du Ferien hast. Viele Leute denken immer, ja, die Studenten, die chillen nur, die haben 5 Monate im Jahr Ferien, die machen ja nichts. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen. In meinen Semesterferien muss ich meistens 2 oder 3 Hausarbeiten schreiben. Und es ist wirklich viel, viel Arbeit. Oft bleiben dann am Ende nur noch so 3 Wochen Zeit, in denen man wirklich chillen kann und in den Urlaub gehen kann. Deshalb sind die Semesterferien nicht wirklich richtige Ferien. Kauft nicht alle Bücher. Diesen Tipp hätte mir mal jemand geben sollen, als ich mit dem Studium angefangen habe. Denn ich bin gleich in der ersten Woche losgerannt und habe mir diverse Bücher gekauft, die ich am Ende irgendwie nicht gebraucht habe und in die ich vielleicht 2 oder 3 Mal reingeschaut habe. Oft gibt es die Bücher auch in der Bib und man kann sie sich dort irgendwie ausleihen oder kopieren oder sonst was. Oder irgendjemand im Freundeskreis kauft dann doch das Buch und ihr könnt einfach da reinschauen. Es ist einfach nicht wichtig, alle Bücher zu haben. Klar, manche muss man wirklich kaufen, das ist einfach so, aber nicht alle. Es ist echt nicht schlimm, durch Klausuren und auch durch Hausarbeiten zu fallen. Oft ist es eh so, dass man Klausuren und Hausarbeiten wiederholen kann. Ich weiß nicht, ob es bei allen Fächern so ist, aber ich gehe mal stark davon aus. Und deswegen ist es auch ganz oft so, dass man seine Klausuren einfach schiebt. Wenn ich zum Beispiel eine Woche habe, in der einfach alle Klausuren sind, 4 Stück oder so, und ich komme einfach nicht mit dem Lernen hinterher, dann kann ich auch sagen, okay, zu der einen Klausur gehe ich einfach nicht und schreibe es dann erst zum Nachschreibetermin. Die Note ist dann die, die ihr einfach schreibt. Die wird nicht verschlechtert, nur weil ihr irgendwie zum Nachschreibetermin geht. Und am Ende habt ihr dann nochmal ein bisschen mehr Zeit zum Lernen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, es ist nicht schlimm, sein Studium abzubrechen. Oft merkt man erst im 2., 3., 4. Semester, dass einem das Studium einfach nicht so richtig Spaß macht und man das eigentlich später im Leben gar nicht machen möchte. Und dann kommt man zu einem Punkt, wo man sich fragt, ja, soll ich jetzt abbrechen oder nicht? Und man sollte auf jeden Fall nicht zögern, abzubrechen und was anderes zu studieren, wenn einen das Fach eben nicht erfüllt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema Studieren, Studium, Uni und so weiter habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich so einen kleinen Uni-Survival-Guide geplant. In der Infobox findet ihr alle meine Uni-, Lern- und Schulvideos. Also klickt da gerne mal rein, wenn ihr mögt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt und wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter und so weiter und so fort findet ihr natürlich auch alles in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!